Du liebst schnelle Rezepte? Dann ist dieses Rezept mit den leckeren, gefüllten Thunfischhörnchen genau das Richtige für dich. Im Gegensatz zu Hefeteig muss dieser Quarkölteig nicht gehen und die Hörnchen sind besonders locker. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Zuschauen. Kommen wir direkt zu der Zubereitung. Ich habe hier einmal 500 Gramm Mehl und ein Päckchen Backpulver. Einen Teelöffel Salz, 250 Gramm Magerquark. Nimmt lieber den 20%igen, nicht diesen 40%igen. Dann brauche ich 100 ml Milch und 100 ml Öl. Und 2 Eiweiß. Das Ganze wird einfach mit der Hand verknetet. Ihr könnt natürlich auch ein Handrührgerät nehmen, aber mit der Hand geht es am einfachsten und flotter, denn der Teig dürft ihr auch nicht zu lange kneten, nur so lange, bis das Mehl nicht mehr sichtbar ist. Wenn ihr dann einen schönen Teig geformt habt, dann bitte nicht weiter kneten, sonst je länger ihr knetet, desto klebriger wird er am Ende. Meiner ist jetzt fertig, den einfach jetzt mit einem feuchten Tuch kurz abdecken und wir fangen mit der Füllung an. Dazu benötige ich 2 Dosen Thunfisch und 1 bis 2 Frühlingszwiebeln, dann an Gewürzen Salz, Pfeffer und Oregano. Dann habe ich hier 3 bis 4 Esslöffel passierte Tomaten. Das Ganze wird jetzt erstmal miteinander vermengt. Dann habe ich hier 130 Gramm geriebenen Gouda-Käse. Da die Füllung bei mir schnell zubereitet ist, geht das auch schnell weiter mit dem Verarbeiten des Teiges. Falls ihr eine andere Füllung verwendet, wo ihr die Füllung braten müsst, dann macht bitte erst die Füllung und dann den Teig. Dann nehme ich mir wieder den Teig zur Hand, den rolle ich kurz auf der Arbeitsfläche mit ein bisschen Mehl aus und halbiere den mir einmal. Die eine Kugel rolle ich jetzt zu einem Kreis aus. Quarkölteig sollte übrigens nach dem Kneten sofort gebacken werden. Der darf nicht lange stehen, denn er trocknet sehr schnell aus. Falls ihr jetzt wie ich eine schnelle Füllung habt, reicht es mit einem feuchten Tuch abzudecken und der wird dann direkt gebacken. Sonst geht er später euch nicht so schön richtig auf und wird nicht richtig locker fluffig. Der Teig sollte schön gleichmäßig ausgerollt sein, nicht zu dick und nicht zu dünn. Und nun schneide ich den mit so einem Pizzaroller, Pizzaschneider, einmal in 8 Dreiecke. Ihr könnt natürlich auch ein Messer benutzen, aber mit so einem Pizzaschneider geht es am einfachsten. Nun kommt etwas Füllung auf ein Dreieckstück. Ich habe jetzt ungefähr 1 Esslöffel bis 1,5 Esslöffel draufgelegt. Es kommt immer darauf an, wie breit eure Dreiecke sind. Und das wird jetzt von der breiten Seite aus eingerollt bis hin zur Spitze. Das Ganze sollte nicht zu feste eingewickelt sein, aber auch nicht zu locker. So ohne viel Druck einfach einrollen und dann zu einem Hörnchen formen. An den Seiten rechts und links drücke ich mir das etwas zu. Und die Spitze schiebe ich etwas nach unten und das kommt dann auf ein Backblech mit Backpapier. Und das mache ich jetzt mit dem kompletten Teig, bis er aufgebraucht ist. Die Hörnchen werden jetzt mit Eigelb bestrichen. Wer mag, kann das Ganze noch mit Schwarzkümmel oder Sesam bestreuen. Und dann werden die Hörnchen im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze zwischen 25 und 30 Minuten gebacken, je nach Backofen. Die sollten schön goldgelb gebacken sein,
Achtet darauf, dass sie nicht zu lange im Backofen bleiben, sonst werden die eher hart statt locker fluffig. Den Quark-Ölteig könnt ihr übrigens auch als Pizzateig verwenden. Probiert's einfach aus. Wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Video, eure Rabea. Bye bye.